Jo, hallo Leute, herzlich willkommen und ich sag nur, los geht's mit IHF Handball Challenge 12 mit der SG Flensburg-Handewitt. Hier kann man sich den Kader angucken, Sören Rasmussen, Jakob Heine, Michael Knutschen, Tobias Karlsson. Ja, da sind schon einige bei, die wirklich namhafte Spieler sind, die auch in der Nationalmannschaft des jeweiligen Landes spielen. Und Trainer Ljubomir Vranjes, insgesamt eine Stärke von 85. Ich fange jetzt an, mit der SG Flensburg-Handewitt die Liga zu starten, zu spielen. Und hier sehen wir, Schock, der erste Gegner in dieser Saison ist der THW Kiel. Und das ist ein richtig harter Brocken, denn Kiel ist der Titelfavorit Nummer 1 diese Saison. Und wollen wir mal gucken, ob wir als, ja, ich würde sagen, Champions League Aspirant den THW vielleicht mal ein Bein stellen können, weil Kiel wird garantiert in dieser Saison den Meistertitel wieder haben wollen, nachdem letztes Jahr Hamburg das ja für sich geholt hat. Und mal gucken, wir starten das Spiel und spielen als Flensburg. Unsere Mannschaftsaufstellung können wir jetzt hier bestimmen, aber die stimmt hier schon. Das Spiel hat hier die besten Spieler aufgestellt und weiter geht's. In der District Arena und es geht los. Jetzt wird geladen. Ja, es wird garantiert ein spannendes Spiel, weil es eigentlich zwei Hochklasse-Mannschaften sind. Und es dürfte normalerweise eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe werden, denn beide Mannschaften haben halt individuelle, großklassige Spieler. Nur ist Kiel halt einfach, das muss man einfach so sagen, eine der besten Mannschaften auf der Welt. Und bei Flensburg stimmt die ganze Anpassung mit den individuellen Spielern nicht. Da ist das Teamgefühl noch nicht wirklich da. Und los geht's. Und Kaufmann macht da Markus Ahlen, die Kreisläufer, direkt in der Abwehr fest. Guter Abwehrbeginn jetzt hier. Der erste Angriff geblockt. Und da ist Markus Ahlen wieder durch. Und wieder aufgepasst. Weiter geht's. SG in der Abwehr. Narcisse steigt wieder hoch. Nein, er läuft die Lücke frei. Für Kim Andersson. Und Edgar Jensen passt außen auf. Und es gibt kein Foul. Es gilt als Kreisab für Flensburg. Ist das jetzt die Chance aufs 1-0 für Flensburg? Glandorf aus Von Hansen. Ja, der wird da gestoßen. Glandorf. Und er holt direkt die 2 Minuten raus gegen Kiel, gegen Daniel Narcisse. Das kann man so sehen, wenn man will. Und Edgar Jensen da versucht sich da als Außen in der Mitte durchzubeißen. Jetzt ist er wirklich durch. Edgar Jensen frei durch und er macht das erste Tor für die SG Flensburg-Handewitt. Das erste Tor in der Saison 11-12 für die SG Flensburg-Handewitt im Spiel gegen Kiel. Wirft Anders Eggert. Aber im Gegenzug, in Unterzahl, na nicht mehr in Unterzahl, aber Kiel macht direkt das 1:1. Sowas ist überflüssig. Und da, was ist da denn los? Unkonzentriert halten im Aufbauspiel der SG. Jetzt Dominik Klein und der wird dann nicht entscheidend festgemacht. Denn der ist frei durch und der macht das 2:1. Was machen die denn da in der Abwehr, die SG? Die Abwehr ist die große Problemzone diese Saison. Lars Kaufmann jetzt. Auf Mogensen. Mogensen sagt an, Übergang links. Klandorf hat die Lücke, sieht die Lücke und macht das Ding. Omaier verschätzt sich und da ist das 2:2. Nach 9 Minuten. Und es wird ein enges Spiel, das kann man jetzt schon sagen. Und Markus Allen da wieder gut festgemacht. Lars Kaufmann jetzt heute in der Abwehr hellwach und übertreten von Dominik Klein. Und Svon Hansen jetzt mit dem Gegenstoß, aber der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und somit ist der Gegenstoß hinüber. Das so unkonzentriert halten, die muss die SG abstellen, weil mit solchen Fehlern, da kommt man diese Saison nicht weit. Vor allem, wenn man so gegen große Gegner spielt, wie Kiel, wie Hamburg, wie die Füchse, wie die Löwen, die alle diese Saison noch kommen werden. Und da ist das 3:2 für Kiel. Da war Edgar Jensen in der Abwehr nicht wach. Und genau wie jetzt Mogensen im Angriff. Was machen die denn da? Was spielen die da im Angriff? Da ist ein Ballverlust nach dem anderen. Man kann froh sein, dass Kiel seine Chancen nicht verwertet. Narcisse wieder 1 gegen 1 und er kommt durch. Glandorf schläft wieder. Und da ist das 4:2 für Kiel. Das kann so nicht weitergehen. Und wieder fast der Ballverlust. Und Kaufmann dieses Mal aufgepasst. Glandorf jetzt auf Svon Hansen. Der nimmt sich den Wurf und es gibt Abwurf. Und das war viel zu überhastet. Ein viel zu überhasteter Angriff. Und sowas, das darf man sich auch nicht erlauben, wenn man um die Champions League mitspielen will, so wie Flensburg. Und so grobe Fehler, die dürfen einem einfach nicht unterlaufen. Jetzt in der Abwehr, Narcisse, der bereitet dir der Abwehr von Flensburg immer wieder Schwierigkeiten. Außen jetzt, und da ist er schon wieder. Rasmussen hat dort auch keinen starken Tag erwischt und jetzt liegt Flensburg hier mit 3 Toren hinten.
Glandorf, tanken sich jetzt 1 gegen 1 durch, kommt durch und es gibt wieder 2 Minuten, dieses Mal gegen Markus Alm. Das könnte entscheidend in dieser Phase sein, weil Markus Alm wirklich ein ganz starker Spieler ist. Mogensen halt auf der Mittelmann, Mogensen durch und macht das Ding zum 5:3. Es sind noch zwei Tore Rückstand. Wenn man gestern aufpasst. Und man passt nicht auf und er ist drin. In Unterzahl macht Kiel das 6:3, zieht mit 3 Toren wieder davon. Und wieder der Ballverlust. Das kann doch so nicht angehen. Was ist denn da los? Das muss ganz dringend abgestellt werden in der zweiten Halbzeit. Oder vielleicht auch jetzt schon. Mit 3 Toren sind sie hinten und spielen sich da den Ball zu. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und Markus Alm im Kreis. Über den Block drüber zum 7:3 ins Tor. Man sieht einfach mittlerweile, dass Flensburg eine individuell zwar starke, aber schwächere Mannschaft ist im Vergleich zu Kiel. Und man sieht einfach, dass dieses Spiel aufgrund dieser vielen Unkonzentriertheiten jetzt so eine drastische Wendung genommen hat. Kiel liegt mit 3 Toren vorne, 7:4. Nassis auf Alm. Alm ist da wieder durch, das geht nicht. Und den hat Sören Rasmussen, den muss jetzt Eggert haben, den hat Eggert nicht. Und es gibt 7 Meter für Kiel. Fehler von Anders Eggert und den muss Rasmussen haben. Und den hat Rasmussen nicht, der wird getunnelt. Das ist bitter von Philipp Biecher. Lars Kaufmann. Wieder auf Mogensen. Und der sagt wieder an Übergang links. Und Glanow sieht wieder die Lücke. Macht ihr das Ding? Ja, mach's wieder. 8:5. Es sind 3 Tore. Und in 3 Minuten ist Halbzeit. Das ist drin. Das ist wirklich durchaus drin. Aber dazu muss die Abwehr stehen. Und dazu müssen die Unkonzentriertheiten im Angriff abgeschaltet werden. Ganz dringend. Biechert, steigt hoch und Sören Rasmussen hat das Ding. Jetzt schnell noch einen drauf machen. Jetzt noch mit einem rankommen. Und der Ballverlust vorne. Und da ist die Halbzeit. Mit 8:5 geht es die Halbzeit beim Topspiel Kiel gegen Hamburg. Hamburg, was sage ich denn? Bin schon bei den nächsten Spielen. Kiel gegen Flensburg. Und es geht direkt weiter, würde ich mal sagen. Bis jetzt noch kein Wechsel vollzogen worden. Und das wird sich jetzt mal ändern. Flensburg wird jetzt mal wechseln. Und zwar, Viktor Szilagyi wird kommen für Mogensen. Weil Mogensen auf der Mitte zwar das nicht schlecht gemacht hat, aber er war halt auch nicht der Überragende. Jetzt, Kaufmann! Und er macht das Ding! Für so Sachen hat man ihn nach Flensburg geholt. Für Rückraumtore. Und die sind so wichtig, jetzt in dieser Phase. Jetzt muss er in der Abwehr aufpassen. Nein, Szilagyi passt gut auf. Und Rasmussen macht das, hat den Ball. Und jetzt kann man auf ein Tor rankommen. Das ist doch was. Und Holger Glandorf im 1 gegen 1 tankt sich durch. Und macht das Ding. Lange Ecke. Da ist er drin. 8:7 für Kiel nur noch. Da jetzt riechen die Flensburger hier wieder das, was drin ist. Die riechen jetzt hier, dass sie was reißen können. Es sind wieder 2 Tore. Aber das stört sie nicht. Und Svon Hansen direkt durchgespielt und der macht den nicht. Svon Hansen, einer der stärksten Rechtsaußen der Liga. So einen Ball, den muss der doch reinmachen. Und der hält den Ball da fest und es geht Abwurf für Flensburg. Beim 2-Tore-Rückstand. Und jetzt die Lage auf der Mitte. Und oh, so Fehler, die dürfen in so einer wichtigen Situation nicht unterlaufen. Da macht Holger Glanow den Ball nicht rein. Aber der Ball, die Balleroberung und Michael Knutzen, der Kreisläufer. Jetzt ist er da durch. Jetzt, nein, er ist nicht durch. Er läuft sich fest. Aber er macht das Ding. 9:8 nur noch. Das wird ganz spannend hier. Und jetzt muss Flensburg hier wechseln. Und wird jetzt mit Jakob Heinl einen neuen Kreisläufer bringen. Heinl ist ein junger Spieler, der muss jetzt hier mit aufgrund seiner Spritzigkeit, die er jetzt hier ins Spiel bringen wird, das Spiel wieder beleben auf Flensburger Seite. Die Konzentrationsfehler haben ja nachgelassen. Man hat sich irgendwie gefangen wieder, kann man sagen. Und liegt nur mit einem Tor hier hinten. Da ist doch was drin, das müsst ihr doch merken. Und jetzt spielen die Kieler hier durch. Philipp Biecher auf den Außen. Narcisse auf Biecher. In der Abwehr jetzt die große Lücke für Biecher. Und Sören Rasmussen ist da. Und jetzt die schnelle Konterchance zum Ausgleich. Szilagyi macht sich da durch und macht das Ding. Er macht das Ding. 9:9. Der Ausgleich hier gegen Flensburg. Da ist der Ausgleich. Und dieses Tor, das war jetzt so wichtig für Selbstvertrauen von Flensburg. Und Kaufmann in der Abwehr ist wieder da. Kaufmann macht ein bärenstarkes Spiel. Nicht aufgrund seiner Tore, die er bis jetzt geworfen hat. Es waren nicht viele. Aufgrund seiner Abwehrfähigkeiten. Und jetzt ist Sören Rasmussen auch endlich da.
Jetzt hält er auch Bälle. Und er ist wieder Viktor Szilagyi. Und der macht das Tor zum 10:9 für Flensburg. 45. Minute, Flensburg zum ersten Mal in Führung. Gegen den amtierenden, na okay, amtierenden Titelfavoriten kann man sagen. Aber Kiel auch wieder mit dem Ausgleich. Markus Ahlen am Kreis, der ist einfach eine Wucht am Kreis. Und direkt der Ballverlust vorne, das war wieder eine von diesen Unkonzentriertheiten, die wir in der ersten Halbzeit vermehrt hatten. So welche dürfen nicht passieren und da ist das 11:10 für Kiel. Die Führung für Kiel. Und da ist es wieder. So Fehler, die können ein Spiel kaputt machen, die können einem Spiel eine ganz andere Wendung geben, weil man muss hier wirklich sagen, trotz der individuellen Unterlegenheiten hat Flensburg hier gut mitgehalten. Es war mindestens ein gleichwertiges Spiel. Und das war jetzt die dritte Ungenauigkeit. Thomas Mogensen, der muss jetzt hier rausgenommen werden. Der produziert hier wirklich im Moment nicht viel Produktives. Und er ist es nicht mal, es ist Viktor Szilagyi. Warum wurde angezeigt, dass es Mogensen? Jetzt darf er kaufen, er muss jetzt da wach sein. Aber, und Glandorf hat den Ball. Glandorf jetzt mit dem Konter. Kann er schnell Gegenstoß laufen. Und er macht ihn, Glandorf. Es ist nur noch ein Tor und es ist noch 9 Minuten zu spielen. Jetzt konzentrieren, jetzt hier wichtige Akzente setzen. Und die, vor allem jetzt muss die Abwehr stehen. Jetzt dürfen so Fehler nicht mehr drin sein. Nassir ist frei durch. Und da ist Sören Rasmussen, den hat er, den hat er. Das war ganz wichtig. Und jetzt Viktor Szilagyi, was macht er jetzt? Er sagt an und wieder Übergang links. Der Spielzug, den sie das ganze Spiel über gespielt haben. Und Glanov, das ist gar nicht sein Spielzug. Er nimmt sich den Wurf trotzdem und er macht den Ausgleich. 12:12 in der 54. Das ist wieder ein wichtiger Akzent in diesem Spiel. Und Nassir ist frei durch. Und Rasmussen ist da. Und Viktor Szilagyi hat jetzt den Ball. Und jetzt ruhig aufbauen. Jetzt nichts überhasten. Kaufmann auf Glandorf. Auf Kaufmann. Auf Szilagyi, auf Glandorf. Auf Hansen. Der sieht die Lücke. Und der macht das Ding. 13:12 für Flensburg. 3 Minuten vor dem Ende. Das kann jetzt ganz wichtig werden hier. Wenn jetzt die Abwehr steht. Wenn jetzt die Abwehr steht. Dann ist es drin hier den Titelfavoriten Nummer 1. Den THW Kiel zu schlagen. Aber der Kiel macht das 13:13 und es ist noch 1 Minute zu spielen. Und diese 1 Minute, die kann jetzt eine ganz wichtige werden. Und da ist der Ballverlust, da ist der Ballverlust, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und Dominik Klein ist durch und macht ihn nicht mehr und das Spiel endet unentschieden. Ein 13:13, Flensburg kämpft wacker, trotz einiger Unkonzentriertheiten, mit einer Trefferquote von 81% und holt einen Punkt gegen den Titelfavoriten Nummer 1, den THW Kiel raus. Na, wenn das doch mal kein gelungener Saisonstart ist, wer hätte das erwartet? Wer hätte vor dieser Saison erwartet, dass Flensburg, bei dem es ja letzte Saison nicht immer ganz gestimmt hat, so einen Achtungserfolg jetzt gegen Kiel raushaut? Gucken wir mal auf die Tabelle, wir sind 10. nach dem ersten Spieltag. Das hat allerdings nicht viel zu sagen. Ja, unser nächster Gegner ist TBV Lemgo und das dürfte drin sein, da den ersten Sieg diese Saison rauszuholen. Nach einem starken Spiel gegen den THW Kiel, gegen den Titelfavoriten Nummer 1 mit einem 13:13 Unentschieden, 1:1 Punkte jetzt. Und im nächsten Spiel geht es gegen Lemgo. Und wir freuen uns auf das nächste Spiel und sagen bis denne.